da sind Einhörner und Regenbogen drauf. Die sehen echt schön aus, muss ich sagen. Also. Das ist das Sauerste, was ich jemals gegessen habe. So krass einfach. Die M&M's, Reese's Pieces, mit saftige Club-Sandwich. Was geht ab, meine Freunde, and welcome back zu einem neuen Video. Und in diesem Video ernähren wir uns heute ausschließlich amerikanisch. Viel Spaß dabei. Auf diese Video-Idee sind wir gekommen, weil Jody einige Jahre in Amerika gelebt hat. Und dann haben wir uns gesagt, warum probieren wir es nicht mal aus? Ernähren uns wirklich einen Tag durchgehend wie in Amerika. Also man kennt es natürlich, dieses klassische trendy American Food. Wir haben einige Specials auf Lager, einige geile Meals und ich bin jetzt schon gespannt, mein Schatz, was vor allem, ich muss natürlich jetzt schon mal Danke sagen, was du uns auf den Teller zauberst. Denn da bist du die Künstlerin und ich würde mal sagen, wir starten direkt mit dem geilen Frühstück. Und mit Specials meine ich unter anderem diesen Süßkram. Leute, Army Life bei den Tapias. Richtig, richtig geil. Es gibt natürlich hier, Baby, erzähl du am besten mal, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben hier original amerikanische Pancakes, die werden auf eine spezielle Art und Weise gemacht, deswegen keine normalen deutschen Pfannkuchen. Dann haben wir hier, jeder kennt Bacon, halt, also die Amis essen das immer schön kross, deswegen sind die auch so dunkel und ein Ei. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Cereals, wie man das in den USA sagt, und zwar haben wir hier typisch amerikanische Sorten, die kenne ich wirklich noch aus meiner Kindheit. Ja. Wir haben uns echt geprügelt, welche es gibt, weil die zum Beispiel wollte ich immer und mein Bruder wollte sie nie. Ach, du meinst damals bei deiner Family in Amerika, ja. Genau, als wir in den USA gelebt haben. Deswegen, ich kenne die wirklich real aus den USA. Und die gibt es auch so in Deutschland nicht, muss man sagen, nee, ne? Genau, und dazu einen klassischen Orange Juice. Und Captain Crunch, darauf bin ich vor allem gespannt. Also ich bin allgemein gespannt, sowohl wie die Lucky Charms schmecken, weil Jody hat die so angepriesen. Und wie die schmecken, geil. Was heißt angepriesen? Ich träume schon seit, ich weiß nicht wie lang, von diesem Geschmack, weil ich das als Kind immer gegessen habe. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr dann so einfach so ein Spleen auf so einen Geschmack habt. Ich weiß nicht, ob die mir heute noch schmecken würden, aber als Bestimmt Kind... wird das voll die Enttäuschung sein, so tü-düm. Möglich, aber als Kind weiß ich... Wann hast du sie das letzte Mal gegessen? Mit 4, 5 Jahren. Okay. Vor allem sind wir auch voll in dem passenden Dress hier. Beide so ein Jeans jetzt. Denim-Style. Ja, Denim-Style. Heißt es Denim oder Denim? Denim eigentlich. Denim-Style. Also ich bin echt gespannt. Ich muss sagen, Bacon ist eigentlich nichts für mich. Aber krosser Bacon. Ich hatte mal eine Phase in meiner Jugend, da habe ich wirklich durchgehend krossen Bacon gegessen. Also das ist nicht ohne, aber ich mag es. Es ist, oh, ich denke mir mal. Auf einem Mikros. Okay. Mmh. Okay, der ist richtig kross. Oh, Baby. Ein guter Burger. Der Muschel. Geil, okay. Aber die Mischung, die verstehe ich nicht so ganz. Pancakes mit Ahnensirup. Butter. Butter von diesen gebraten, nicht hier ein bisschen hier links da Ölspray, sondern in Butter. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ei und dann noch Bacon dazu. Also da kann man, also kann sagen, was man will, aber diesen, oh, die Tropfen hier auf dem Tisch, die sind richtig saftig. Also die sind richtig saftig. Wow. Wow. Geil oder geil? Ja. Was sehr traurig ist, Leute, ich wollte schon immer in die USA. Ich habe es leider, glaube ich, mit 8 Jahren nur nach Kuba geschafft. Weiter leider nicht. Ich war da noch nie. Wir werden es nachholen. Wir werden es auf jeden Fall nachholen und euch natürlich auch mitnehmen. Aber wiederum, was ich wirklich sehr liebe, sind... Mich? Ja, dich auch. Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Pancakes sind schon nice. Ja. Bevor ihr wieder fragt, nein, wir essen sowas nicht jeden Tag. Ja. Und auch isst nicht jeder Amerikaner sowas jeden Tag. Wir gehen natürlich ein bisschen hier auf den Klischee-Amerikaner ein. Jetzt kommen wir zu den Cereals, wie die in Amerika sagen, ne? Leute, diese Dinger, ich habe gerade mal drauf geguckt, normalerweise bestehen ja so Cereals rein aus Kohlenhydraten, Zucker überwiegend, kennt man.
die Dinger haben einfach auf 100 Gramm 35 Gramm Fett. Kann man machen. Also die haben 407 Kalorien und die haben einfach 571 Kalorien auf 100 Gramm. Wahnsinn, die haben nur 3,5 Gramm Fett. Da sind Einhörner und Regenbogen drauf. Und da ist ein Kapitän drauf. Ich schwöre, das ist schlecht. Ja, oh mein Gott. Ich weine gleich. Boah. Dieser Geruch ist für mich so Kindheit. Ist echt? Und du willst dich weinen dran fassen. Echt? Oh mein Schatz. Oh, wie geil. Echt? Oh, ich weine ein bisschen. Oh mein Schatz. Nicht weinen. Das sind die Hormone. Das sind die Schwangerschaftshormone. Da ist jemand glücklich. Den Kopf längs. Der kann so glücklich sein, den Kopf längs. Oh, komm, ich drehe schon wegen dir. Genau wie bei der Verlobung. Das ist ja. Ganz kurze Unterbrechung, meine Freunde. Die Black Week bzw. Black Friday steht vor der Tür. Ihr könnt uns auf zweierlei Wegen unterstützen. Erste Option ist, wenn ihr den Amazon-Link quasi zu der Startseite benutzt, einfach draufklicken, ganz normal einkaufen über Black Friday. Oder egal wann, wir werden dann an dem Umsatz beteiligt. Oder ihr habt die Möglichkeit, bei MyProtein bis zu 50% auf das ganze Sortiment zu sparen. Ihr findet alle Links in der Beschreibung und auch die Rabattcodes. Bloß wichtig für uns, wenn ihr uns unterstützen möchtet, nutzt bitte die Links. Auf den Link draufklicken, ganz normal einkaufen und dann könnt ihr uns somit supporten. An dieser Stelle wirklich vom Herzen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Ich bin echt gespannt, wie die aussehen, ne? Wow. Deswegen hat Jody gerade eben geweint. Kein Scherz, Freunde. Schaut euch das an. Die sind einfach pures Fett und Zucker und das ist pures Zucker. Aber ich bin trotzdem gespannt. Ich bin echt gespannt, wie die schmecken, Baby. Probieren wir. Geil. Ich teile das mit niemandem. Die Packung willst du alleine haben, ne? Ja, war so klar. Also, krass. Ich meine, hier sind kleine Einhörner drin. Das sind kleine Einhörner drin. Ups, und weg ist das Einhorn. Ich habe die aber auch nie gefunden. In keinem Online-Shop. Aber glücklicherweise gibt es einen Online-Shop, den wir gefunden haben am Ende des Tages, wo wir all diesen Kram bekommen haben. Ihr findet den Link natürlich unten in der Beschreibung. Die haben uns das alles zugeschickt. Komplett amerikanische Süßigkeiten. Der Shop heißt auch sweetamerica.de. Und wenn ihr einen Rabattcode haben wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Da probieren wir nochmal was auszuhandeln. Aber wir haben hier noch Twinkies, die wir heute essen. Reese's. Ding-Dongs. Ding-Dongs. Pop-Tarts. Pop-Tarts. Hier Oreo-Cereals. Hier Pringles mit Pizza-Geschmack. Peanut Butter and Jelly. Die soll richtig krass sein. Das soll die heftigste Peanut Butter ever sein, wurde mir schon gesagt. Und worauf ich mich besonders freue, weil die Gurke immer am Preis sind diese Pretzels. Und die liebe Mandy ist sogar auch mit zur Unterstützung heute gekommen. Ja. Sie wird, du bist eigentlich nur zum Essen gekommen, ne? Ja, nur bodenlose Frechheit. Nein, checkt auf jeden Fall auch ihren Kanal unten in der Beschreibung ab, denn sie hat, glaube ich, du lädst auch heute auch ein Video hoch. Genau, ich stehe heute einfach nur What I Eat in a Day. Also, abchecken, Freunde. Also das sind mal richtig saftige Club-Sandwiches, ne? Allerdings. Und zwar habe ich eine Freundin, die liebe Becky, an dieser Stelle liebe Grüße an die Becky, weil die guckt nämlich auch fleißig über unsere dafür. Videos. Ihr Vater kommt aus den Staaten, hat er gesagt, bei ihnen gab es mittags was Leichtes. Was Leichtes. Seht ihr, das ist leicht. Das also soll leicht sein. Salate oder Sandwiches. Ja. Und ja, dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben diese amerikanischen Club-Sandwiches mit Bacon und Truthahn gefunden. Sieht man das? Es ist halt Mayonnaise, Bacon, Truthahn, Käse, Salat, Ketchup. Also das ist obersaftig. Tomate. Also die sind, das ist, ich merke das schon, wenn man die anfasst, die sind schon so mächtig von allein nur im Halten. Beiß mal eben rein. Live-Geschmackstest. Ui, hab ich die Ehre. Ja. Ladies first natürlich, du hast sie auch zubereitet wieder mal. Boah. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erstes reinbeißen soll. Boah, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Saftig. Und dazu gibt es bei uns heute Dr. Pepper.
Saftig. Mhm. Ey, die schmecken. Hast du Mayo überall? Also die schmecken richtig heftig, Leute. Also wir lassen es uns schmecken und ich bin gespannt. Unser leichtes Mittagessen. Wir lassen uns unser leichtes, entspanntes, nicht diättaugliches Mittagessen schmecken und dann sehen wir uns zum Abendessen nochmal wieder. Es folgt natürlich, wie gewohnt, ein Nachtisch. Kennt man in Amerika? Als ob ich jemals da war. Ich laber so ein Mist eigentlich. Aber die Sandwiches waren auf jeden Fall sehr gut, mein Schatz. Worauf hast du Lust? Ich möchte es gerne mal die probieren. Du willst die probieren? Okay, und du? Ich möchte hier die Reese's Peanut Butter probieren, denn die soll wirklich krass sein. Sehr viele schrieben mir, glaube ich, schon vor, irgendwann habe ich mal so eine Umfrage gemacht und die meinten, das ist die beste Peanut Butter, die es gibt. Ist sie auch. Echt? Ja. Und wir haben ich kenne sie. Ja, ja. Ich probiere auch ganz trocken. Oh Gott, sie wird doch voll in die Nase reingekommen. Sieht ein bisschen aus wie Center Shock. Sieht aus wie Center Shock, ne? Ja. Ja, echt? Das sieht aus wie Center Shock. Ich löffel mal einfach so ein bisschen rein. Easy. Wer steht auch drauf, Peanut Butter zu löffeln? Ist das so pur, euer... Pur geil. Einfach? Boah, die ist richtig hart. Mhm. Mhm. Und das sieht einfach aus wie so Drops einfach. Mhm. Krass, ne? Und? Das ist eher Kaubermann. Echt? Uha! Echt? So krass? Jetzt bin ich ein bisschen getriggert, bin ich auch eine. Süß. Ja, ich habe einen Blaum hier. Ich bin gespannt. Oh. Echt total? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Kiefer! Oh mein Gott, sind die sauer! Das sind sauer als Zender schon. Oh, das ist das Sauerste, was ich jemals gegessen habe. Die sind so sauer, dass du gar nicht weiter kauen willst. Wir auch gerade. Das zweite Mal, dass ich wegen dem Kram heute weine. Oh mein Gott! Du hast gar keine Lust, die zu lutschen, weil du Angst hast, dass es gleich wiederkommt. Mein Kiefer blockiert schon. Okay, jetzt lässt es raus. Mit ein bisschen Messer. Oh. Das war gerade wie so ein Drogentrip oder so. Wie geil. Kinderfreundliches Ding. Mandy probiert jetzt mal auch einen live. Das ist echt wie so ein Trip. Team Tapia Challenge. Team Tapia Challenge. Und vor allem, ich bin so empfindlich, was sauer oder scharf angeht. Echt? Mhm. Du wirst gleich sterben, einfach. Ich kann es nicht. Lutsch mal. Lutsch den einfach mal. Es geht einfach nicht, ne? Aber fängt mich an zu weinen, ne? Okay, krass. Nein, lass mich. Ich weine. So krass einfach. Mandy, probier. Ich auch das Bonbon. Oh, Mandy. Oh mein Gott. Oh. Ich spuck den aus. Ich spuck den lieber aus. Ich hab schon eins probiert, mir waren auch alle schon dran. Die sind einfach so krass sauer. Oh mein Gott, das wird eine Challenge. Und ich weine, Mandy. Ich weine auch schon. Das war so witzig. Und wir haben jetzt gerade hier gelesen, hier ist sogar eine Warnung und hier steht, grob übersetzt, dass wenn man einige davon in einer schnellen Zeit isst, dass man halt wirklich die Sensibilität in Mund und Zunge verlieren kann. Also die Dinger sind einfach gefährlich. Also Kinder, ich kann mir echt, also Kinder dürfen das sowas nicht essen. Die, nee. die sterben einfach. Die ja, krass. Zum Abendessen
Weihnachten sind wir hier in Hamburg in ein richtig, richtig geiles amerikanisches Grillhouse gefahren. Und zwar Chicago Meatpackers, meine Freundin. Den Link findet ihr in der Beschreibung zu Laden hier in Hamburg. Und natürlich, abschließend an so einem Tag, muss es natürlich ein Burger sein. Ich meine, wo hört man mehr über Burger als in Amerika, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, aber hier gibt es auch richtig geile Spare Ribs oder ja, auch Steak Sandwiches für die Cheese Steak Sandwiches. Also ich will auf jeden Fall einen Burger. Er will einen Burger, dann kriegt er einen Burger. Definitiv. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Wenn Burger, dann richtig, meine Freunde. Ey, das ist wirklich, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr dreimal an einem Tag Bacon gegessen, weil der Burger hat Eggs, Bacon, Beef. Was hast du da? Ich habe ein Philly Cheese Steak Sandwich. Ja, also Steak Streifen quasi, natürlich durch, weil schwanger. Fries haben wir hier, normale Pommes, geile Trüffelmayo. Die riecht schon geil. Boah. Ich habe noch ein paar Jalapenos für die Schwangere. Ja. Die kriegst du, Mensch. Wollte ich gerade sagen. Oh, geil, probier die mal. Die ist gut. Ich rieche das schon, dass die richtig trüffelig ist. Und unser lieber Kameramann ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, der gute Felix. Der hat sich saftige Sparrows gegönnt. Gönnt euch das mal. Er klaut ihm erstmal sein Essen. Ja. Die sehen echt schön aus, muss ich sagen. Ja, doch. Also ich würde sagen, wir lassen es uns mal schmecken. Während Jodie nochmal ihre Plauze raushängen lässt, für eine schwangere Frau ist so ein relativ langer Tag, wie wir den heute haben, ein bisschen zu viel. Oh mein Schatz, ruh dich bitte aus. Ich gönne mir auf jeden Fall nochmal hier Reese's Pieces. Also die sind ähnlich wie M&M's, Reese's Pieces mit Peanut Butter natürlich und so ein Take 5, ganz normal in Amerika, würde ich sagen, von Reese's. Ne, die gab es ja wirklich sehr, sehr lange bei uns in Deutschland nicht, muss ich sagen. Und ich glaube, die gibt es auch erst so seit 5 Jahren oder so, ich müsste lügen, aber man kennt die natürlich aus Amerika. Ich gönne mir nochmal hier diese 2 Riegel von denen, diesen Layer Cake, da habe ich richtig Bock drauf, 5 Layer Cake. Ja, 5-Layer-Cake bedeutet ja, dass er 5 Schichten hat. So habe ich das nämlich gelernt. Sieht nicht spektakulär aus. Brezel mit Peanut Butter und Schokomantel. Ist lecker. Oh, unser neues Sofa. Auch schön. Schimpf nie wieder mit mir. Ich schimpf nämlich mit ihr immer. Dass sie und er kleckert immer. Also abschließend gesagt zu diesem Tag, Meatpackers war ein geiler Laden. Ja. Also wirklich, es war brutal lecker. Die Spare Ribs, meint auch Felix, waren wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Die Burger haben uns auch sehr gut geschmeckt. Absolut, die das, Limonade war auch richtig lecker. Ja, das war mal auch ein ganz besonderer Eistee, den der Felix hatte. Das Frühstück war für mich sehr besonders. Es war lecker, die Mischung zwischen diesem herzhaften, süßen und dann Bacon. Ist auch ein bisschen freaky, muss ich sagen. Das Club-Sandwich war natürlich mächtig. Und das, wenn man sagt, in Amerika ist es eine leichte Kost, ist auch schon krass. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen mit solch einer Art Kost habt oder vielleicht sogar in Amerika schon wart oder selber dort lebt oder wie auch immer. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde uns wirklich mal interessieren. Für mich war das Geilste der Bonbon. Das Bonbon, ja, was Benny gelutscht hat. Leute, das war der sauerste Bonbon unseres Lebens. Das war nicht gespielt. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die zu besorgen und Bock habt auf eine Challenge, macht es. Und in dem Sinne, schreibt ihr in die Kommentare, was ihr als nächstes hier sehen wollt. Dann sehen wir uns bald wieder. Wer das wieder heißt? Food, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ich muss das jetzt schneiden, denn das Video kommt genau morgen in 11 Stunden online. Viel Spaß. Geil. Auch die Club 8 schmecken mir alles geil.